So, liebe Zuschauer, wir haben jetzt hier ein bisschen umgebaut und wir hatten ja eben in allen Einzelheiten und Facetten die Lokomotiven besprochen. Und jetzt wollen wir natürlich auch die digitalen Funktionen sehen. Genau, davon so. Gibt es viele. Gibt es ganz, ganz viele. Sebastian sitzt an den Reglern. Wir hören schon ein bisschen das Grundrauschen unserer 65. Wir stellen jetzt die Epoche 3-Lok zuerst vor. Richtig, genau, ja? Die 1005. Und die andere dann etwas später, da sagen wir aber noch was dazu. Ja. So, dann leg los. Genau, also man sieht es vorne schon, die Stirnbeleuchtung ist schon an. Das ist sozusagen auf F0, ganz klassisch. Mit F1 kann man die Zugschlussbeleuchtung anschalten. Das mache ich hier mal. Man sieht jetzt auf der in Fahrtrichtung rechten Seite ist sozusagen die Zugschlussbeleuchtung an und ich fahre jetzt mal zuerst rückwärts. Man hat es also gesehen, es ist sowohl eine Anfahrverzögerung einprogrammiert, so dass man kann das auch ausstellen, dass die Lok dann sozusagen direkt am Regler hängt, aber hier ist es vorbildgerecht eingestellt. Wenn man also eine bestimmte Fahrstufe einstellt, beschleunigt die Lok erstmal langsam. Und beim Bremsen, wenn man den Fahrregler wieder auf Null stellt, hat man eben auch gesehen, verzögert sie langsam und am Ende hört man noch das Bremsen quietschen. So. Das gehört dazu. Genau. Jetzt würde ich einmal die verschiedenen Pfeiftöne vorstellen, die mit dabei sind. Das war also der lange Pfiff, genau. Sozusagen. Das ist so ein bisschen Warmpfiff. Genau, mal eben so kurz. Ich fahre mal so schnell auf die Drehscheibe oder ich habe jetzt gerade eine junge hübsche Frau gesehen. Das kann man sich aussuchen, ja. Und noch einen. Den kann man also auch durch Betätigen der Taste ein bisschen länger stehen lassen, so wie in echt auch, dass man da ein bisschen variieren kann. Dann haben wir das Kohleschaufeln noch mit dabei. Dann gibt es den Schaffner. Ja. Wo mir der Henning noch gesagt hat, dass das der richtige Deutsche Reichsbahn, der DDR-Schaffner-Pfiff wäre, genau. Und nicht der vorher schon immer, richtig. Oder der in vielen Soundprojekten drin wäre. Das ist wohl genau der richtige. Ja. Wir haben die vorbereitet, die Lok, oder die Lokprogrammierung für Kupplung, automatische Kupplung. Und deswegen gibt es auch den Kupplungsgeräusch und auch den Kupplungswalzer, der schon mit einprogrammiert ist. Jetzt erstmal das Abkuppeln auf F12. Oh, Entschuldigung, das war schon viel mehr als das war die Triebwerksbeleuchtung, da kommen wir gleich noch zu. Also nochmal die 12. Fürs Abkuppeln und das Ankuppeln. Ich sehe gerade, der Kupplungswalzer ist jetzt nicht vorbereitet, weil das Projekt. Weil man da im Projekt nochmal was anpassen müsste, wenn man die Kupplung sozusagen einbaut. Aber der Sound ist vorbereitet. Es ist schon mal erstaunlich, wie klar und sauber der Sound aus so einer kleinen Lok rauskommt. Ja, das ist schon. Genau, der Lautsprecher ist auch mit einer möglichst großen Schallkapsel ausgestattet. Und da gehört auch einiges an Know-how zu, den halt auch richtig einzubauen. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwo einen Lautsprecher einzubauen, sondern muss schon auch wissen, wie. Auch da steckt ein bisschen Trial and Error, also Entwicklungsarbeit dabei, da drin. Mhm. Man kann bei der Lok genau die Anfahrverzögerung ausmachen, dass sie halt möglichst schnell beschleunigt oder genauso wie ich meinen Regler betätige, weil man ja auch gerade im Rangierbetrieb nicht die ganze Zeit mit dieser doch sehr träge fahrenden Lok fahren möchte. Das geht also ganz einfach mit F14. Wenn man das anschaltet, dann fährt die Lok also
Richtig ab und rückwärts nochmal genauso. Aber sie fährt nicht ganz sauber dabei, muss man dazu sagen. Es klingt holperig. Ja. Aber es ist an sich, kommt dann der Decoder nicht ganz hinterher, um die Dampfschläge dann richtig zu berechnen. Aber an sich macht man dabei dann wahrscheinlich auch den Sound aus. So, ich fahre noch einmal zurück, um dann einmal in voller Pracht hier bis hinten durchzufahren. So, jetzt machen wir F14 wieder aus. Es gibt auch noch einen Lokfahrtmodus, wo die Dampfschläge reduziert sind. Also wenn die Lok ohne Wagen fährt, ist ja auch in echt so, dass sie nicht so kräftige Dampfschläge macht. Und genau das, sie durch den Trump genau das Gleiche ist mit F15 dargestellt. Ich würde jetzt einmal aber im Normalmodus losfahren und dann gleich einmal diesen Lokfahrtmodus im Vergleich dann dazu anmachen. So, dann fahren wir jetzt einmal richtig nach vorne los. Ja, die Lichter sind an. Schnorcheln dann nur noch, wenn du dann außerhalb des Lastbereichs fährst, natürlich. Und jetzt fahren wir mal mit der Lokfahrt-Taste wieder zurück. Ja. Dann kann man das mal vergleichen. Ja. Deutlich zu hören oder nicht zu hören, die ist also etwas leiser. Genau, da wird einfach nicht so viel Druck im Zylinderraum gebraucht und deswegen sind die Auspuffschläge auch deutlich sanfter. Mit der Funktionstaste F16 kann man noch ein Rangierlicht anmachen, auch wenn es nicht hundertprozentig vorbildgerecht ist, aber es ist auf beiden Seiten ist jetzt das, die weiße Stirnbeleuchtung sozusagen aktiv. Das ist das, was wir momentan technisch darstellen können. Auch wenn es nicht ganz vorbildgerecht ist, ist es trotzdem nochmal ein kleiner Mehrwert. Ist aber trotzdem enorm, muss ich sagen, was ihr jetzt an Geräuschen schon rausholt bei diesem. Das macht schon Spaß. Ja. Also gerade mit der Rundesse-Variante, die doch recht kräftige Dampfschläge dann schon produziert. Das ist für TT schon ganz ansehnlich. Oder anhörig, müsste man ja fast sagen. Wir können mit F17 noch eine Bahnsteigansage machen, die vorbildgerecht eigentlich in das Bahnsteiggebäude gehört, aber trotzdem stellen wir uns jetzt mal vor, weil das Matthias Hennings sicherlich kreiert hat und jetzt kommt mit Sicherheit eine Original-Reichsbahn-Ansage. Schau. Habe ich sofort erkannt, weil auf den DDR-Bahnhöfen hat man nie verstanden, was angesagt wurde. Also das passt wunderbar. Und es gibt noch eine zweite, dass man da mal eine Variation drin hat. Wie auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Da hat es genauso geschallt, da hast du gedacht, welchen Zug sagen die jetzt an? Meinen die uns oder was anderes? Ne, passt gut, ja. Dann kann man noch die Lautstärke regeln, dass man die Lok ein bisschen leiser fahren lässt oder einen Tunnelfader hat, dass man, wenn man in den Tunnel einfährt, dass sie dann runter gedreht wird, der Sound, und dann wieder lauter wird, wenn sie aus dem Tunnel rauskommt. Und dann gibt es noch eine separate Zugbremse, die können wir jetzt hier nicht darstellen, aber noch so allerlei Zusatzfunktionen. Aber bis das insgesamt Wichtigste, 25. Das Wichtigste will ich jetzt aber sehen. Ja, was man eben schon einmal kurz gesehen hat, hier auf dem Gleis steht die Sonderserienvariante, also sozusagen die limitierte Sonderserie, die mit der schaltbaren Triebwerksbeleuchtung ausgestattet ist. Ich habe sie. Da würde ich vorschlagen, mal zu unserem Punkt zu fahren, damit die Kamera das was besser sieht. So machen wir das. Kommen wir mal ein Stückchen zu mir. Ich höre das so gerne. Fahr so richtig los, gib Gas. Oh. Da war die Lokfahrt-Taste noch an. So, jetzt schummel ich hier mal ein bisschen. Es ist ja auch erstaunlich, wie man diese wirklich sehr kräftigen Auspuffschläge dieser Maschine nachbilden kann. Die hatte tatsächlich knallhart, ging die ab, das war schon
richtig gut war. Da hat sich Henning große Mühe gegeben, den Sound richtig einzufangen und auch die Abstimmung dann vernünftig zu machen, ja, das ist mit den Radumdrehungen, dass das dann auch wirklich passt. Das war auch nochmal der Hinweis, liebe Zuschauer. Henning Sound, ja, ist ganz wichtig. Also hier wurde also nicht gekleckert, hier wurde geklotzt. Ne? Genau. So, ja. Jetzt die Triebwerksbeleuchtung. Das ist ja auch sowas bei TT-Modellen, das einzigartig ist, dass man eine Lokomotive... Man sieht es jetzt in der Einstellung... man sieht es, aber nicht komplett vollständig, da die Lok insgesamt 6 Triebwerksbeleuchtungslaternen oder LEDs sozusagen hat. Mhm. Die eine ist hier unterm Umlauf versteckt. Ich versuche gerade. Das heißt mal, also, okay, die sind also unter an der Stelle leuchtet auch noch eine, das sieht man jetzt in dieser Einstellung nicht. Auch wenn ich es kippe, ich könnte es mal kurz einmal machen. Doch, es geht, weil wir einen Pufferspeicher drin haben und dann sieht man auch, wie lange der wirksam ist, dass das also schon eine halbe Sekunde überbrückt, den Sound und auch die Triebwerksbeleuchtung dann sozusagen zu mit Strom zu versorgen. Das natürlich auf beiden Seiten, das ist über F2 schaltbar und sieht gerade bei gedimmter Beleuchtung richtig gut aus und macht Spaß. Ja. Dann haben wir im Führerstand, auch hier ersichtlich ist jetzt gerade der Heizer zu sehen. Auf der anderen Seite ist der Lokführer und damit die nicht im Dunkeln stehen, kann man mit der Taste, muss ich jetzt gerade mal gucken, F11 ist das, kann man eine Führerstandsbeleuchtung anschalten. Ja, jetzt muss ich mal gerade sehen, ob man das im Video auch gesehen hat. Ist natürlich jetzt etwas schwierig hier. Ja, man kann es erahnen. Es ist natürlich etwas schwierig hier bei dem hellen Scheinwerferlicht, aber... wir sitzen davor, wir sehen, ist das tatsächlich. Wir machen mal das Licht im Studio aus. So, dann probieren wir das nochmal. Machen wir die Triebwerksbeleuchtung aus und an. Also man sieht es tatsächlich, dass hier... Na super. Genau, und die Lok bleibt trotzdem vernünftig demontierbar. Und da haben wir ein bisschen mit Steckschnittstelle noch zusätzlich gearbeitet, dass man das auch nochmal wieder reparieren kann oder überhaupt auseinanderbauen kann, wenn mal irgendwas sein sollte. Wunderbar. Und das sind sozusagen die kleinen besonderen Highlights, wo wir alles ausgenutzt haben, was die Schnittstelle Next 18 sozusagen hergibt. Alle Achtung, also ein ganz wunderbares Modell, bin begeistert, bin zwar kein TT-Bahner, aber ich bin trotzdem begeistert. Ja? Schön. So, dann hast du uns ja noch eine Lok mitgebracht. Genau. Darf ich die mal runtersetzen? Die darfst du gerne runternehmen, ja. Jetzt. Die zweite Variante, die jetzt in... Kürze in Auslieferung geht, ist die Epoche 4 Variante der 65. Ja. Das ist die 1008-5, die jetzt auf der gleichen Adresse fährt, deswegen funktioniert sie auch gleich schon. Ich möchte dazu im Vergleich mal den Giesel-Ejektor-Sound zeigen. Also die Lok ist mit einer Quetschesse ausgestattet und da ist der Sound natürlich auch dementsprechend flacher. Also ja, es klingt sehr viel flacher, eine Art von Hecheln eher schon, weil der Strömungsquerschnitt einfach viel geringer ist und der Abdampfstoß quasi eingebremst wird und damit sehr viel heller klingt. Und das können wir im Vergleich uns mal anhören. Ich fahre jetzt erstmal ein Stück zurück. Na, jetzt mache ich überhaupt erstmal den Sound ein. Mehr Zischen. Sehr viel heller, aber vorbildgerecht. Ja. Ist vom Sound her nicht unbedingt jedermanns Sache, aber die hat es gegeben. Hat es also, so gegeben. Hat's und so deswegen gegeben. Muss das auch so nachgebildet werden. Ja, ist richtig. Also kräftiger klingt die Epoche 3. Ja, aber technisch und auch von der Qualität her des Soundprojektes und so soll alles genau so sein. Es ist vorbildgerecht.
Sonst müsste man es ja nicht modellbar nennen. Und was man hier jetzt auch mal gut darstellen kann, ist die Funktion des Pufferspeichers. Also so langsam, wie wir hier jetzt fahren. Ich drehe noch mal ein bisschen die Fahrstufe runter. Das Licht leuchtet, flackert nicht, der Sound setzt nicht aus. So langsam fahren ist nur möglich, wenn man das Ganze, wenn man tief in die Trickkiste greift und diesen Kondensator da einbaut. Das geht trotz bisschen verschmutzter Gleise. Wird an 4 Achsen Strom abgenommen und der Kondensator puffert das jetzt für ein paar Zehntel Sekunden. Man hat es bei dem Licht der Triebwerksbeleuchtung gesehen. Mhm. Und dann macht Fahren im Digitalbetrieb einfach Spaß. Mhm. Und weil die Technik so gut funktioniert, haben wir die jetzt einfach überall eingebaut. Ja. In jede Lok, die wir überarbeiten. Anders bei der Maschine ist der Sound. Das haben wir jetzt gerade gehört. Aber die ganzen anderen digitalen Funktionen sind identisch mit dem Opera 3 Modell. Richtig, ja, ne? Genau. Prima. Gerne. Man könnte das jetzt stundenlang weiter. Wir wollen Sie jetzt nicht strapazieren, liebe Zuschauer. Alleine schon die Luftpumpe, die läuft und so weiter. Das macht schon Spaß zuzuhören. Das ist schon ganz toll. Und so soll es sein. Ja. Auch der Sound dann in Perfektion. Mhm. Alles, was man so nachbilden kann, dass das dann dabei ist. Wunderbar. Ich stelle die mal dazu, damit wir unseren Abgesang machen können. Diese Maschine gehört natürlich mit hinten dran. Da ist die Triebwerksbeleuchtung noch an. Wir lassen sie gern an. Ja. So. Das sind die beiden Maschinen, die wir uns heute vorgenommen haben, Ihnen vorzustellen, liebe Zuschauer. Lieber Sebastian, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, sehr zu gerne. Uns ins Studio zu kommen und diese ausführlichen Darlegungen generell zur Maschine, zur Technik gemacht hast. Das ist schon Hut ab, wenn man das am Stück bringen muss, schon eine ganz tolle Leistung. Und ja, die Leistung sieht man in der Maschine. Ja, ich bin selber begeistert davon, mir die anzugucken. Auch wenn ich Detailfotos mir davon angucke, denke ich manchmal, ist es jetzt die H0-Lok oder ist es die TT-Lok? Mir selber fährt der Unterschied. Klar, ich kenne die Feinheiten, weiß, wo ich hingucken muss, aber es wird immer schwerer. Also diese Lok ähnelt der unserer H0-65 sehr, sehr stark. Apropos Stichwort H0, wir verabschieden uns jetzt mal hier von der TT-Lok. Denn wir wollen ja noch mal über der H0-Lok ein wenig sprechen. Ja. Jetzt suche ich gerade, wir sind hier ganz live und mit Farbe, da sind sie. Du hast uns noch ein paar Zeichnungen mitgebracht, dann jetzt verrat mal was Neues oder auch nicht. Das gleiche Modell gibt es dann auch in H0. Ganz genau. Wir haben ja als Gützold auch die Form der 65 in H0 mit übernommen und wollen in der gleichen Qualitätsstufe, wie wir auch schon die 03 überarbeitet haben und jetzt auch die, ich halte es mal hier ein bisschen besser in die Kamera, so auch die 65 überarbeiten. Das an sich verrät jetzt noch nicht viel Neues, aber die Schnittansicht habe ich mal mitgebracht. Habe ich ja trotzdem noch mal eine Frage, warum wird das jetzt in unterschiedlichen Farben dargestellt? Das ist sozusagen aus der Konstruktion raus, dass einfach auch der Konstrukteur schon besser die Teile auseinanderhalten kann. Ach so. Ja, sonst verliert er sich ein bisschen bei den ganzen schwarzen Leitungen, die auf schwarzem Grund sind. Und der Computer hat ja nicht so viele Schattierungen dann dazwischen. Ja, schon klar. Und deshalb färbt man sich die Teile so ein bisschen künstlich ein, damit man dann über die einzelnen Teilleiter sprechen kann. Damit man weiß, wo man ist. Ja, okay, so, ich hatte dich unterbrochen. Du hattest noch eine Schnittzeichnung. Die Schnittzeichnung haben wir mitgebracht, einfach um Ihnen mal zu beschreiben, welchen Aufwand wir betreiben, das Modell halt auf den neuesten Stand zu bringen und die besten Fahreigenschaften zu ermöglichen. Das Modell bekommt einen neuen Motor, den habe ich hier hinten mal mitgebracht. Ich helfe da mal ein bisschen. Ja, sehr gerne. Ich brauche nämlich nur den vorderen davon. Das ist ein Glockenankermotor, der dort eingebaut wird. Das ist jetzt hier noch ein Muster, der wird nachher schwarz, aber genau der kommt da rein. Mhm. Deutlich kleiner als der alte. Der alte war anderthalb mal so lang. Dieser Motor ist aber tatsächlich kräftiger als der alte, sehr laufruhig und wir haben dadurch die Möglichkeit, durch diesen kurzen Motor auch nochmal den Fahrwerksbereich komplett umzugestalten, weil das Funktionsprinzip, wie es vorher gemacht war, dass die Kraftübertragung hinten vom Motor auf die letzte Kuppelachse übertragen wird, das war doch fehleranfällig bei den bisherigen Loks. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, hierbei auf einen Kardanantrieb umzusteigen, was einfach... Sieht man auch sehr deutlich hier an. Genau. Halt, Zeigestock.
richtig? Zeigestock, ja. Nicht mit Finger, wir haben genügend, genau. Genau, das sind jetzt tiefe technische Details, aber einfach nur mal, um zu zeigen, was wir, wie viel Aufwand wir betreiben, wird also der Motor komplett anders angeordnet, die Kraftübertragung komplett überarbeitet. Eine Überarbeitung ist also nicht nur optisch, sondern auch grundlegend technisch dann wirklich was Neues, um das Beste rauszuholen. Und Kraftübertragung dann hinten auf die Tenderachsen, die sind also beide angetrieben und auch wieder die letzte Kuppelachse und damit über die Kuppelstange natürlich dann alle Achsen vorne. Alles Achsen, ist klar. Ja. Man sieht auch schon hier angedeutet, oben sind zwei große Lautsprecher, die eingebaut werden für die Soundvarianten und ein großer Kondensator, damit auch hier die digitalen Soundvarianten dann auch Spaß machen im Fahrbetrieb. Zwei Lautsprecher heißt Stereo? Nee, heißt noch nicht Stereo, heißt einfach kräftigeren Klang. Gerade bei den Tiefen bringt das doch also nochmal viel. Also nicht so, dass man von der einen Seite was anderes hört als von der anderen. So weit sind wir noch nicht. Noch nicht, aber habe ich Ihnen das Tipp jetzt mitgegeben? In die Richtung geht das bestimmt weiter. Ja. Okay. Die Lok wird neben dem Glockenankermotor und den gezeigten Änderungen auch eine Nachbildung der Tender-Vorderwand und Kesselrückwand erhalten, die detaillierter ist, als das bisher der Fall war. Dann wird natürlich unsere vorbildgerechten Loklaternen werden angebaut. Dafür ist dann auch wieder grundlegend neue Elektronik notwendig und Anschlussmöglichkeiten dafür, sodass die Lok jetzt auch ein richtiges Gesicht bekommt, so wie auch schon die TT-Lok. Und ansonsten wird es auch vor einer Bedruckung ein paar Änderungen geben und alle optischen Details wie gelbe Elektroverteilerkästen, die einfach ein schönes optisches Highlight nochmal bringen, sind dann auch da nachgebildet. Also das wird auch eine richtig schöne Lok und sobald es da mehr zu zeigen gibt, werden wir das natürlich veröffentlichen. Da lege ich großen Wert drauf. Ja. Das sieht zumindest, liebe Zuschauer, richtig nach Arbeit aus, was die Gützold-Leute sich ja vorgenommen haben. Und ich denke schon, dass sie die Hanulbahner sich dann in Bälde auch irgendwann auf die 65 freuen dürfen. Wann denkst du, dass die ungefähr jetzt, ohne jetzt dich nachdenken zu wollen? Nee, Herbst. Also ich denke, zu Leipzig sollten wir da mit draußen sein. Oktober, 3. Oktober, dann zum Park der Deutschen Einheit. Das müssten wir schaffen. Stürmen Sie nicht den Stand, das wäre jetzt weiter. Also, das war es eigentlich jetzt nochmal als Nachgang zum H0-Modell, was wir leider nur als Zeichnung, aber immerhin auch sehr interessant gefunden haben, die Ausführungen dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich nochmals bei dir, lieber Sebastian, dass du uns hier besucht hast im Studio und die Zeit genommen hast, die Modelle vorzustellen. Und ich freue mich auf die nächste Modellvorstellung. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.